Herzlich willkommen zu einem Auf dem Roten Stuhl Spezial. Es geht heute um ein neues Album von Norbert Schneider. Ah, servus. Norbert, schön, dass du bei mir bist. Ganz vertieft, also mit Zeit, ne? Schön, dass du bei mir bist. Neues Album steht an, 6.9. Release-Datum. Yes. Das erste Album im österreichischen Dialekt, sag einmal, wie kam es denn dazu? Also ich komme ja aus Österreich und spreche den Dialekt, der da genau drauf ist. Und meine Oma sagt mir das, also sie lebt leider nicht mehr, aber hat mir das seit Jahren gesagt, sie war ein glühender Fan meiner Musik und hat gesagt, super, taugt mir total, aber bitte mach doch einmal was auf Deutsch. Also verstehen doch nicht. Die Abteilung kennt es, was in Deutsch auch. Ja, wirklich. Irgendwann, das wurde mal 10 Jahre so eingetrichtert, dass ich mir irgendwann gedacht habe, naja, vielleicht sollte ich das wirklich einmal machen. Hat die Oma doch recht. Ja, genau. Okay, im Stil des letzten Albums auch, du machst ja Home Recording, beschäftigst dich extrem viel mit deinem eigenen Sound. Das ist auch hier wieder passiert, ne? Ja, genau. Ich nehme in meinem ehemaligen Kinderzimmer auf. Das ist irrsinnig geil dort oben. Also mein Vater wohnt noch immer in dem Haus. Und der obere Stock, wir waren viele Kinder, den nutzt er jetzt nicht mehr. Und die Zimmer sind wirklich so belassen wie damals. Das ist ein bisschen spooky. Wenn ich da reingehe, ist es so, wie ich das mit 17 hinterlassen habe. Echt? Das Zimmer. Boah, das muss so, wenn ich gestorben war. Fürchterlich. Das ist ein bisschen wie so eine Reise zurück in die Kindheit. Ja. Die alten Pokale vom Tennis spielen. Ganz genau. Hast du Fotos gesehen? Nein, es ist wie bei mir. Es schaut genauso aus. Aber der Raum ist perfekt. Also man stört dort niemanden, es ist viel Holz drin, Teppich, der Raum ist nicht zu groß, nicht zu klar. Und ich nehme jetzt schon, das ist eigentlich die zweite Platte, die ich dort aufnehme. Mhm. Und ich habe mich seit Jahren damit beschäftigt, mit Aufnahmetechnik. Finde das in meiner Musikrichtung ein bisschen überbewertet, die Zunft der Tontechniker eigentlich. Ich kann mich erinnern, bei der vorigen Platte habe ich angefangen. Ich habe mir das eben auf YouTube eine Anleitung angeschaut, wie man Schlagzeug aufnimmt. Wirklich? Und dann sind wir ins Studio gegangen. Ja, YouTube ist ein Wahnsinn. Konzerte, ich sage immer, auf YouTube kann man das ganze Leben erlernen. Das ist ein Wahnsinn. Für alles gibt es ein Tutorial. Ich habe mir ein paar super Mikros ausgeborgt und habe einen super Schlagzeuger, der sein Instrument einfach im Griff hat. Und ja, dann drückst du einfach auf Record und nimmst das auf. Also Mischen ist eine andere Geschichte, das traue ich mir nicht zu. Aber die Aufnahme selbst, kein Problem. Cool. 6.9. Release. Es gibt aber seit zwei, drei Wochen, sage ich jetzt einmal, diesen für mich insgeheimen Welthit Herrgott, schau aber auf mich. Der ist ja eigentlich auf YouTube schon der Renner. Ne? Das Video funktioniert ziemlich gut auf YouTube, ja. Mhm. Können wir uns nicht beklagen. Mit den Radiostationen, da könnte ein bisschen mehr passieren. Okay. Aber, genau. Aber das spricht sich richtig herum. Also ich habe jetzt die letzten Gigs, die ich gespielt habe, da konnten die Leute teilweise wirklich schon mitsingen. Ja, super. Den Refrain. Und sowas ist halt super, wenn das passiert, ohne dass im Radio wirklich penetriert werden die Leute, dann ist das schon ein Zeichen, dass das ankommt. Ja, das heißt, auf dem neuen Album könnte wieder ein Hit drauf sein, so wie damals Take It Easy beispielsweise. Wenn es gespielt wird, wenn es richtig gespielt wird von den Radiostationen, dann treu das dem Song auf jeden Fall zu. Ja. Gibt es eine Botschaft, die du an deine Fans in Bezug auf das neue Album loswerden möchtest? Hier stehen 3 Kameras. Was scheint es so aus? Schaut einfach zu den Konzerten. Wir spielen sehr viel in nächster Zeit. Von Mistelbach bis, in ganz Österreich sind wir unterwegs. Und wir machen also In-Store-Gigs, also beim Libro und Saturn stellen wir uns einfach dorthin ins Lokal und gasen dort mit der Band an, verkaufen CDs, gell, die signieren es gern. Schaut vorbei, macht euch ein Bild. Also für mich ist es echt was Spezielles und es ist, glaube ich, was ganz Schönes dabei rauszukommen. Okay. Oder wie der Klassiker halt Facebook oder norbertschneidermusic.com. Ne? Genau, oder norbertschneider.at, norbertschneider-music.com. Man findet mich schon im Internet. Auf Facebook bin ich auch unter Norbert Schneider zu finden. Da erfahrt man alle Termine und alles, was sich so abspielt. Cool. Norbert, alles Gute fürs neue Album. Danke. Und an die Fans, kaufen, kaufen, kaufen. Macht es gut. Ciao. Ciao.